whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Als meine Frau 1993 mit dem Handeln von Single Malt Whisky begann, gab es von der Brennerei Aberlour lediglich einen einzigen Single Malt Whisky, den Aberlour mit 10 Jahren. In der Zwischenzeit hat sich wahnsinnig viel getan. Und es gibt vom 10-Jährigen, wo ich ihn hier mal im Video einblende, über einen 12-Jährigen, einen 15-Jährigen, einen 16-Jährigen, einen 18-Jährigen, hin und wieder auch mal einen viel älteren Jahrgangswhisky. Es gibt also jede Menge verschiedene Abfüllungen. Es gibt sogar von den 12-Jährigen zwei verschiedene, einen 100% Sherry-Fass gereiften und einen Double Wood, einen nachgereiften und. Also man hat bei Aberlour die Vielfalt der Single Malt Whiskys entdeckt und dass die Kunden diese Vielfalt honorieren. Nun ist Vielfalt und verschiedene Alte und verschiedene Reifeformen ist nicht alles, was Single Malt Whisky Genießer suchen. Nein, man sucht auch nach was Besonderem, nach einer Fassstärke. Auch die liefert man mit dem Abunat. Da habe ich Ihnen hier mal ein Video zum Einblenden. Und nun hat man begonnen und hat auch den ersten Aberlour Non-Chill filtert, also nicht kühl gefiltert, in die Flasche gefüllt und auf den Markt gebracht. Und diese Flasche hat mich jetzt im Jahr 2011, kurz vor Weihnachten, doch überrascht, dass Aberlour diesen Weg geht. Wir haben auch herausgefunden, dass der Aberlour Abunat in Fassstärke zum Beispiel nicht gefärbt ist. Und auch wenn jetzt auf diesem Aberlour Non-Chill filtert nichts weiter draufsteht, so vermute ich auch, dass der komplett naturbelassen ist und auch nicht gefärbt ist. Damit man, ja, wenn man hiervon spricht, dass er nicht gefärbt wäre, müsste man ja sagen, dass andere Single Malt Whiskys bei Aberlour gefärbt wären. Manche sagen, man schmeckt es, andere sagen, man schmeckt es nicht. Die meisten schmeckt es nicht. Aber hier mit dem Aberlour Non-Chill filtert hat man den ersten Schritt hin zu einem natürlicheren Whisky gemacht. So wie aus dem Fass stammt, man filtert nur die groben Schwebteilchen-Trubstoffe heraus, sodass er jetzt, so wie in der Flasche ist, klar erscheint oder klar ist. Wenn man diesen Single Malt Whisky jetzt aber stark abkühlt, vielleicht auch noch Wasser zusetzt, die Konzentration reduziert, dann wird er trübe, milchig, Ausflockungen ergeben sich. Und wenn man den erwärmt, geht ein Teil wieder weg, aber es gibt immerhin hin und wieder auch mal Konstellationen, wo sich dieser trübe Niederschlag nicht mehr zurückbildet. Und wenn nun eine Person meint, diesen Single Malt Whisky auf Eis trinken zu müssen, dann kann es schon passieren, dass ein Non-Chill-Filtered Whisky im Glas dann trüb wird, weil er so kalt wird, dass das ausflockt. Und um das zu verhindern, hebt man den Alkoholgehalt bei diesen Non-Chill-Filtered-Abfüllungen an. Und hier hat man jetzt 48 Volumenprozente. Das scheint so mir der neue Standard für die hochqualitativen Non-Chill-Filtered-Whiskys zu werden. So ab 46 Volumenprozenten ist eigentlich dieser Eintrübungseffekt ziemlich weg. Aber bei 48% ist er mit Sicherheit weg. Und diese Flasche gehört nun zu den hochwertigeren. Ja, und da hat man nun auf 48 Volumenprozente gesetzt. Trotzdem schreiben sie hier noch die Warnung drauf. This 12-year-old Aberlour has been bottled without chill filtration, wurde also ohne Kühlfilterung abgefüllt. Today most malt whiskies are chill filtered. Heutzutage sind die meisten Whiskys kältefiltriert. Jetzt muss ich erzählen, was dieses kältefiltriert bedeutet. Man kühlt den Whisky auf Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad ab. Die meisten gehen so Richtung 0 Grad. Dann beginnen ja Eiweißbestandteile Paraffine, verschiedenste, also Wachse, verschiedene Substanzen auszuflocken. Und wenn sie nun ausgeflockt sind und man drückt diesen Whisky durch einen mehrlagigen, 20-30-lagigen Papierfilter hindurch, dann werden diese Trubstoffe aufgefangen. Nachher erwärmt man den Whisky wieder und er ist klar. Und wenn man ihn dann wieder abkühlt, können diese Stoffe nicht mehr ausfallen, trüb werden. Und ja, man kann ihn beruhigt auf Eis trinken, ohne dass er trüb wird. Also das ist der Hintergrund für diese Chill Filtration.
Ja, und dieser ist es nun nicht. Richer, dadurch soll er richer, also reicher, full flavor, voller Geschmack und cremiger werden. Und das in Ergänzung zu dem süßen, fruchtigen und reichen Geschmack von Appalachia. So. Oh, der ist wieder, der ist mit so einer Art Siegelwachs zu. Und da muss ich jetzt wirklich mit dem Messer ran, sonst kriege ich das nicht auf. Donnerwetter ist der zu. Kriegen wir jetzt schon die Lasche zu fassen? Da ist eine Lasche drunter. Wo ist sie denn? Nichts zu sehen. Ich glaube, die Lasche hat man vergessen. Oder fange ich von der falschen Seite an? Nee, da ist überhaupt keiner drin. Ja, bei unseren schottischen Freunden ist das mit der Fertigungsqualität hin und wieder so eine Sache. Aber Hauptsache, die Flasche war zu und wir können nun ungestört genießen. Sherry drin. Dunkel Bernsteinfarben rinnt er ins Glas. Sehr schön. Oh, nun habe ich heute erst zwei Whiskys probiert, aber das ist mir der liebste. Und wie ich hier so ganz still und leise bin, hören Sie das leichte Rauschen, das leichte Brummen? Hier in Bayern ist es gerade kalt geworden. Frost ist es, hier im Keller ist es kälter geworden. Und nun habe ich mir einen Heizlüfter angemacht und der brummt da so leise vor sich hin. Hat den Vorteil, meine Füße sind schön warm. Und ja, ich habe letztlich mal Ralphie.com hier gesehen, wie er in sein neues Domizil eingezogen ist und da stand ihm der Reif, der Atem kalt vor dem Mund und das möchte ich dann hier doch nicht, sondern ich möchte gerne den Whisky in einer warmen Umgebung, so wie im Wohnzimmer, probieren und ja, so ist es dann doch deutlich angenehmer. Sehr schön. Voll, aromatisch, fruchtig. Viel Sherry. Deutlich sherrytönig. Sehr fruchtig. Den Alkohol, der trägt das. Man spürt ihn ein bisschen in der Nase. Reife Früchte, Pflaumen, Rosinen. Und hinterher Karamell, süß. Hauch von Schokolade. Ja, und es könnte ein bisschen Zimt drin sein. Zimt ist eines meiner Lieblingsgewürze, wenn nicht das Lieblingsgewürz überhaupt. Ich meine, das jetzt zu verspüren. Ja, lassen wir uns probieren. Süß, Speichelfluss anregend, würziger, kräftiger Geschmack. Auf der Zunge perlt es, zieht nach hinten, warm, lang. Aber noch nicht so alt, gerade mal 12 Jahre alt, noch nicht diese zarte Bitterkeit der europäischen, der langgereiften europäischen Eiche. Nein, sehr süffig, sehr flüssig, cremig. Angenehm auf der Zunge. Ja, der schönste Single Malt heute am Tage. Muss ich doch glatt noch ein zweites Mal probieren. Wunderschön. Nun habe ich überhaupt keine Ahnung, ob dieser Single Malt eine Sonderabfüllung ist, ob der länger
vorhanden sein wird. Er hat mich auf jeden Fall dermaßen stark interessiert, dass ich ihn jetzt nach der Neuerscheinung relativ schnell habe probieren müssen. Und ich kann Ihnen sagen, eine der schönsten Aberlauer, die man bekommen kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie schnell im Shopsystem nach, ob Sie diese Flasche noch finden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.